So, das Eisen kommt da unten in die Kiste. Oh Mann, ey, also... Ich will mir jetzt langsam vorarbeiten. Oder ich nähere mich da mal aus einer anderen Richtung an. Vielleicht bringt das ja was. Na. So. So, okay, also, nee. Pack ich da rein. Wenigstens bin ich wieder fit. Und es kann wieder weitergehen. Boah. So, also mal sehen, ob die jetzt hier noch irgendwo rumkrebsen. Nee, ich sehe sie nicht. Boah, ich wollte jetzt auch gar nicht runterfallen. Okay, also da kam ich durch. Okay, wo war das jetzt? Da? Nee, dort. Aha. Ja. Dann muss ich jetzt mal Fackeln da reinsetzen. Da ist Bruchstein. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde mir jetzt ein bisschen Bruchstein hauen und dann mauere ich das erstmal zu. So, 14 Bruchsteine, das sollte jetzt erstmal genügen. Ja, nehmen wir noch ein paar mit. Höre ich da schon... Ja. Ich habe da schon wieder was gehört. Und jetzt nur um sicher zu gehen, mache ich hier auch mal zu. Bruchstein habe ich hier. So, Fackeln verteilen. Ich sehe hier Eisen, ich sehe hier Gold. Da sitzt schon eine Fackel. Na. Oh, tut mir leid, manchmal muss das sein. Und da oben geht es auch weiter. Oh, da. Da ist ein Diamant. Cool. Ich habe Diamanten gefunden. Zumindest einen. Ja, okay, da ist es hell genug. Und von da kann erstmal nichts kommen. Oh, der darf uns da nicht in die Lava fallen. Da ist auch was. Ach so, das ist aber nur das hier. Jetzt müssen wir erstmal die Gegend hier sichern. So. Da oben ist nichts, okay. Ja, da bin ich ja gespannt, was das sein wird. Oh, guck mal hier, da alles. Aber jetzt will ich erstmal den Diamanten holen. Oh, das sind mindestens zwei. Cool, mindestens zwei, da haben wir drei. Dann kann ich ja schon eine Spitzhacke bauen. Und da. Sehr gut. Ich kann eine Diamantspitzhacke bauen. Also jetzt scheint es hier sicher zu sein. Aber nee, Leute. Ich will jetzt hier nichts anbrennen lassen. Ich will jetzt die Diamanten in Sicherheit bringen. Und dann kann ich mir ja gleich eine Diamantspitzhacke bauen. Dann ist das nämlich auch schon mal gemacht. Es ist nur die Frage, ob ich Stöckchen hier habe. Ja, so eine Mensch, nerven die, ey. Ah, was hier drin auch? Moment mal, wieso hier drin? Ist es hier zu dunkel? Nee.
Naja. Man kann sich ja gar nicht mehr sicher fühlen. So, Diamant. Stöckchen. Habe ich nicht, da muss ich welche bauen. Da noch ein Diamant. Ja, Leute, unsere erste Diamantspitzhacke. Na, komm mit. Komm jetzt mal dahin. Der restliche Mist hier auch. Ja, die kann ich mal da lassen. Okay, jetzt haben wir eine Diamantspitzhacke. Okay, sehr gut. Damit kann ich Obsidian abbauen. Dann mache ich das doch gleich mal. Brauchen wir ja auch. Und da unten haben wir ja Obsidian. Halt, da. Ach, das war der Creeper, der da was kaputt gemacht hat. Aha. Und eine Spinne war doch auch... Ja, die ging drauf hier bei dem Creeper. Bei der Explosion. So, packen wir die zwei Steine dahin. Eins. Oh, da fehlt ja noch einer. Dann eben noch mal einer. So. Nein, doch nicht da. So. Nehmen wir jetzt lieber mal das Schwert wieder in die Hand. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich da nur Obsidian ist und nicht, dass da drunter noch Lava ist. Ja, ich muss es einfach ausprobieren. Das ist mir hier ein bisschen zu dunkel. Fledermaus macht nichts. Okay. Also probieren wir es mal. Einmal hier. Mann, dauert das lange. Ich brauche 4 Stück. Okay, gut. Einen habe ich schon. Da ist Kohle drunter. Und keine Lava. Das sieht doch gut aus. Oh, dauert ganz schön lange. Okay, mal der hier weg. Ich brauche 4 Stück, ja genau. Na, komm schon. Ohne Diamantspitzhacke kann man die, soweit ich weiß, auch abhauen. Also abbauen. Ha, abbauen. Oh ne, das war schon zu viel. Na, die Kohle will nicht mit. Okay, ich lasse es erstmal so. Kann man auch, so wie ich mal gelesen habe, ich weiß aber jetzt nicht mehr wo, dauert aber über 4 Minuten, bis man da einen Block abgehauen hat. Das ist dann doch ein bisschen lange. Draußen ist Nacht, also da kann man ein bisschen Sterne sehen. So, Kohle kann da bleiben. Und die Spitzhacke auch, so. Da haben wir jetzt Obsidian. Jetzt brauche ich noch 2 Diamanten. Und ein Buch. Aber das mit dem Buch ist ja kein Problem. Ja, noch 2 weitere Diamanten. Die Kohle lasse ich jetzt mal da liegen. War das auch ein Creeper hier? Ja, ich glaube schon, das Loch war vorhin da nicht so. Da hinten. Ach, da habe ich jetzt ja zugemauert, richtig. Ja, das ist auch gut so. Ist jetzt hier noch irgendwas? Da oben war noch was. Und dann ausleuchten hier. Ich will das jetzt nicht zu weit erkunden. Ach, das war schon alles.
So wie es aussieht. Ja, okay. Dann haben wir hier Eisen. Ja, der Kies, also... Der, toll. Der sieht doch anders aus jetzt. Habe ich jetzt Eisen? Eisenerz? Nö. Wo ist das jetzt hin? Ach, da. Haha, so. Jetzt ist da oben... Nee, das mache ich jetzt zu. So. Habe ich da gerade ein Skelett gehört? Ja, ich höre da was. Okay, was ist das denn? Ach, da geht es wieder dahin. Okay, gut. Dann kann ich ja mal hier den Rotstein abbauen. Ich habe noch was gelesen. Nämlich, dass Diamanten natürlich selten sind. Okay, das ist ja nichts Neues. Aber dass pro Chunk nur im Durchschnitt ein Vorkommen von Diamanten ist. Und ein Chunk ist 16×16 im Grundmaß. Das ist jetzt alles nur so eine statistische Sache, aber da, wo wir gerade Diamanten gefunden haben, boah, das sollten wir mal eher jetzt nicht so suchen, weil wir da wahrscheinlich in der Nähe nichts finden. Aber wir haben jetzt erstmal hier Kohle, Gold, Eisen. Über das Eisen freue ich mich auch. Eisen kann man ja immer brauchen. So, Kohle und da oben. Naja, da war noch mehr Eisen. Ja, okay. Und dann muss ich mir dieses Bruchstein-Dingsbums da mal ansehen. Noch mehr Kohle. Oh, da auch. Puh. Das hört ja gar nicht mehr auf, da mit der Kohle. Oh, da kommt Lava rein. Was haben wir denn da? Kies. Okay. Gut. Kohle ist abgebaut. Eisen, 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 Eisen. Das da scheint nur ein einzelner Block zu sein. Ja. Aber hier wird es jetzt kritisch oder kann es kritisch werden? Ich höre da wieder Skelette. Wahrscheinlich da drin. Ja. Also ich kann das jetzt hören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ja, da sind Skelette dran. Da ist ein... Naja, das ist, prügelt euch mal. Ich glaube, da ist so ein Spawner drin. Ich muss da Fackeln reinsetzen. Also die, die jetzt schon mal da sind, die gehen auch nicht mehr weg. Aber so kommen dann vielleicht nicht mehr so viele nach. Wie kann ich jetzt da noch was hinbauen? Ja, eine Fackel habe ich ja da schon jetzt mal. Kann ich die... Oh ja. Was die auch alles anhaben. Ja, da ist ein Spawner drin. Und ich muss mir nochmal ein vernünftiges Wort für einen fallen lassen. Hey, hast du nicht getroffen? Da hinten, und da waren auch zwei Kisten drin. Ja, hier bin ich immer noch sicher. Ich mach mal hier ein Loch rein. Und dann kann ich vielleicht hier eine Fackel hinsetzen. Nee.
Da ist noch was. Okay. Da stecken Pfeile, okay. Ja, ich muss da Fackeln hinbauen. Ja, wo kommen die denn alle hier? Da hinten ist wieder ein neues entstanden jetzt gerade. Moment mal, wie sieht denn mein Schwert aus? Das ist ja total abgebrochen. Nee, ich nehme jetzt lieber mal ein neues. So. Daneben, daneben. Ja, also ich muss jetzt mal das Risiko eingehen. Aber nee, ich will auch nicht. Nee, ich mach das anders.